So, also wir sind jetzt am Auto. Der Sicherungskasten hier bei dem VW ist hier seitlich. Es gibt es auch hier unten. Es gibt es auch auf der anderen Seite. Das müsst ihr dann mal schauen. Bei uns war hier noch ein Kunststoff drauf. Das haben wir jetzt einfach weggeklipst. Und jetzt müssen wir die richtige Sicherung finden. Ihr habt einmal das rote Kabel. Wir haben hier einmal das rote Kabel und einmal ja das gelbe Kabel. Das rote Kabel muss Dauerstrom haben. Das heißt, es muss immer 12 Volt haben. Egal, ob Motor an oder aus ist. Und das gelbe Kabel darf nur Strom haben, wenn Motor an ist, beziehungsweise Zündung an ist. Und wenn das Auto aus ist, muss 0 haben. So merkt er nämlich, ob du in der Parkfunktion bist oder nicht. Das Messen geht nämlich jetzt so, dass ihr sowas hier braucht natürlich. Ein Digitalmultimeter. Den müsst ihr hier auf 20V stellen. Rote Kabel auf V, schwarze auf COM. Dann stellt ihr euch das so hin, dass ihr das gut seht. Oft ist es besser, wenn man zu zweit ist, so wie jetzt ich hier mit meinem Bruder. Und dann habt ihr es so, nämlich, dass ihr den roten hier nehmt und hier an die kleine Metall, hier sind so kleine Metalldinger, kann ich vielleicht ein bisschen näher rangehen, dass man es sieht. Hier sind so kleine Metalle, da dagegen gehen. Mit dem anderen müsst ihr irgendwann an die Masse gehen. Bei mir in diesem Fall zum Beispiel jetzt hier direkt an diese Schraube. So, wie ihr jetzt vielleicht seht, wir haben jetzt 0. Jetzt müssen wir warten. Das ist also auf jeden Fall komplizierter, wenn man zu zweit ist. Ich werde jetzt kurz das Handy halten. Und mein Bruder macht jetzt die Zündung an. Wir haben es jetzt hier drauf. Und ihr seht, Zündung an, 12. Jetzt machen wir die Zündung aus. Zündung aus, 0. So, also für uns wäre jetzt hier schon zum Beispiel die perfekte für das gelbe Kabel, dass wir den hier nehmen. Und wir haben auch vorher schon mal durchgemessen. Im Endeffekt ist der hier der andere. Rot auch wieder hier hin. Wieder an die Masse und unten seht ihr dann die 12, dass da 12 ist und wenn Motor an ist, ist auch 12. Wir werden also jetzt die Sicherung rausziehen. Hier einmal diese hier. Wir werden ins untere die gleiche Sicherung reinmachen. Darauf müsst ihr immer achten, dass ihr immer in dem unteren die gleiche Sicherung drin habt. Und dann könnt ihr es hier reindrücken. Und dann tut ihr das andere Kabel nehmen. Dann hier rausziehen. Das kommt hier rein. Und dann kommt es hier rein. Das Kabel wird man dann natürlich noch richtig verlegen. Das ist jetzt nur, um euch das zu zeigen. Im Endeffekt haben wir dann jetzt hier noch dieses Kabel hier. Da müsst ihr natürlich jetzt noch eine Masse suchen. Da tun wir das jetzt hier kurz. Das hier abschrauben. Muss es auch nicht komplett wegmachen. Und dann werden wir hier, können wir das vielleicht noch bezahlen, kann sein, es kommt dann gleich mal was. Das werden wir das jetzt hier unter die Scheibe hinbekommen. Das mal hier wieder fest, kurz. Und jetzt müsste rein theoretisch, also ich habe dieses Gerät ja auch noch nie gehabt, wenn wir jetzt die Zündung anmachen, wahrscheinlich wird es dann hier schon leuchten. Müsste es dann rein theoretisch. Schauen wir mal. Achso, natürlich nicht. Wir haben ja hier noch gar keine Sicherung drin. Hier sind ja zwei Kabel. Die untere Sicherung ist ja fürs Auto. Und die zweite hier. Beim zweiten müsst ihr eure Sicherung reinmachen. Da reicht im Endeffekt immer die kleinste Sicherung. Eine 5er. Die müsste eigentlich dann immer passen. So. Und hier eine 5er. Auf jeden Fall seht ihr gerade, das blinkt schon, also ist jetzt schon der Strom da. Zündung ist aber aus. Jetzt mache ich Zündung an und ihr seht, jetzt blinkt einfach weiter. Ich sage ja, das müssen wir jetzt dann noch testen. Wir werden das Kabel jetzt hier ein bisschen schöner verlegen, hier durch.
hier durchgehen. Wir werden diese Box hier unten lassen bei dem Auto, weil das etwas größer ist. Man könnte, wenn man Platz auch irgendwo da unten das machen oder innen drin machen. Wir werden es hierhin machen, weil so kann man immer an die SIM-Karte rankommen. Und dann wird man weitersehen mit der Kameramontage. Machen wir Stopp.